Laut Guinness World Records ist die größte Minecraft-Pyramide 2,6 Millionen Blöcke groß. Ein ganzes Team an Bildern hat ein Jahr dran gebaut. Und ich dachte mir eines Tages, ob man den nicht brechen kann. Das war sogar unter der Woche. Und da unter der Woche die Leute deutlich weniger Zeit haben, war das schon etwas riskant, ob das überhaupt realisierbar ist. Anfangs haben wir mit 10 Leuten begonnen, den Grundriss der Pyramide auszugraben. Wir haben uns eine gebirgige Wüste ausgesucht, da kann man sich schon mal einige Blöcke sparen. Und dann haben wir begonnen, Stück für Stück die Pyramide nach oben zu ziehen. Das war anfänglich ziemlich chaotisch, weil viele Leute Linien gezogen haben, von außen nach innen, aber manche auch quer durchgelaufen sind und einzelne Blöcke reingespammt haben. Gerade als dann über 20 Leute gleichzeitig gebaut haben, war es dann schon wirklich chaotisch. Um 16 Uhr war Baubeginn und gerade nach 22, 23 Uhr waren wir sehr wenig Leute nur noch. Wir konnten die Effizienz aber so weit steigern, dass wir wirklich sehr schnell vorankamen. Die Pyramide, so wie wir sie gebaut haben, umfasst jetzt 3 Millionen Blöcke. 200.000 davon machen die Berge und die Landschaft aus, die bereits da waren. Wenn man die abziehen möchte, haben wir immer noch 100.000 mehr als der offizielle Weltrekord. Wir werden den Rekord nicht einreichen, da ich glaube, dass Guinness World Records gar keine Minecraft-Rekorde mehr annimmt und weil es meines Wissens zwischen 600 und 800 Euro kostet, einen Rekord einzureichen. Das ist mir doch etwas zu viel. Das ganze Sand für die Pyramide haben wir übrigens noch vom Kathedralenbaujob. Das war circa vor einem Jahr. Und die Kathedrale stand auf einem 40 Blöcke hohen Sandblock. Generell musste extrem viel Landschaft abgegraben werden und so viel haben wir dann gar nicht mit Sand gebaut. Von über 10 Millionen Sand, den wir erfarmt haben, haben wir viel zu Glas oder Sandsteinen umgecraftet, aber es blieb uns noch einiges an Sand übrig, mit dem wir dann die Pyramide bauten. Das Gold sind in etwa 4 Doppelkisten Gold. Sobald wir das nächste Mal mit Gold etwas bauen wollen, werden wir das hier wieder abreißen. Und um 4 Uhr in der Früh waren wir dann fertig. Das war etwas länger als geplant und die Nacht war für viele Leute, die am nächsten Tag arbeiten mussten, ziemlich kurz. Aber was tut man nicht alles, um einen Weltrekord zu brechen? Das NCH steht übrigens für unser New Castro Projekt, unser anstehendes Projekt. Ehrlich gesagt erfüllt die Pyramide auch gar keinen Sinn. Wir wollten einfach mal ausprobieren, ob wir den Rekord brechen können. Ohne ein ganzes Jahr dafür zu brauchen, das erschien mir doch etwas ineffizient. Jetzt liegt der Fokus wieder auf unserem Hafen. Wenn ihr mehr solch verrückte Projekte sehen wollt, schreibt sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!